Autobahn 7 kurz vor Hamburg. Oberkommissarin Kirsten Blau und Polizeihauptmeister Sven Schulz kontrollieren Reisebusse. Der unfreiwillige Stopp sorgt bei den Passagieren nicht immer für Begeisterung. Das ist den Polizisten durchaus bewusst. Mit den Fahrgästen kann man schon mal Probleme kriegen. Sag mal, wenn das jetzt Fußballfans sind, die alkoholisiert von irgendwo wiederkommen und die werden kontrolliert, da kann es auch schon mal zum Gerangel kommen. Die finden das dann nicht mehr so gut. Schönen guten Tag. Die Polizei Lüneburg. Statt betrunkener Fußballfans eine Schülergruppe auf dem Weg zum Tierpark. Die Polizisten überprüfen zunächst den Fahrer. Sitzt er auch nicht so lange am Steuer, hat er alle notwendigen Papiere dabei. Dann geht es an die Busausstattung. Sind Feuerlöscher an Bord und in Ordnung? Hier ist das nicht der Fall. 2014. Auch bei den Arbeitszeiten des Busfahrers ist etwas nicht okay. Also er ist gefahren, obwohl er eigentlich vom Arbeitgeber eine Bescheinigung hat, dass er Urlaub hatte oder frei hatte. Die muss er ja mitführen, wenn er mit analogem Kontrollgerät fährt. Aber er hat trotzdem zwei Schaublätter, nachdem er gefahren ist. Das passt ja eigentlich nicht zusammen. Oberkommissarin Blau und Hauptmeister Schulz versuchen, die Unstimmigkeiten mit dem Fahrer zu klären. Ihm fehlt auch eine gültige Bestätigung, dass er überhaupt Schulkinder fahren darf. Und da sind Sie auch gefahren? Da sind Sie auch. Und auf, warum haben Sie jetzt diese Bescheinigung, dass Sie gar nicht gefahren sind an diesem Tag? Jetzt ist Schluss. Die Polizisten verbieten die Weiterfahrt. Nun soll der Chef des Busfahrers die fehlenden Unterlagen und unklaren Arbeitszeiten erklären. Die ist abgelaufen, die ist kopiert und laminiert. Polizeihauptmeister Sven Schulz überprüft als nächstes die Bustechnik. Die Schulkinder haben mitbekommen, dass es länger dauert. Sie hält es nicht auf den Sitzen. Bei den Lehrern und Eltern im Bus geht die Geduld langsam zu Ende. Ja, noch sind sie gut drauf, ne? Aber ich hoffe, dass bald weitergeht. Auch eine Rentnergruppe auf dem Weg an die Nordsee ist auf dem Parkplatz gestrandet. Ihr Bus darf ebenfalls nicht weiterfahren. 3 der 8 Reifen sind beschädigt. Später entdecken die Polizisten noch einen Schaden an der Achse. Die Kurzurlauber sind genervt. Wir sind bei Nacht und Nebel aufgestanden alle, weil der Bus schon früh losgefahren ist. Und jetzt stehen wir hier. Ja. Blöd. Ja. Blöde. Sehr blöd. Ja. Sie stellen sich vor, da würde was passieren. Denn das, ja, das ist ja wohl ganz schlecht, extrem gewesen. Ne? Man setzt also sich das da ist Bus gut rein und dass man denkt, der ist in Ordnung. Ja. Aber das Unternehmen, das ist nicht in Ordnung, und dass Schmidt, die solche Busse da losschicken, also das finde ich nicht in Ordnung. Der hat an für sich einen guten Namen, ne? Aber das ist nicht in Ordnung. Aber mit dem Busunternehmen dann erstmal nicht wieder, oder? Nee, wir beschweren uns. Aber ganz bestimmt. Ein Reifenwechsel ist auf die Schnelle nicht möglich. Weil auch noch der Blinker kaputt ist, muss ein Ersatzbus her. Das kann dauern. Nebenan nutzt ein Kirchenchor aus Norwegen die Zwangspause für eine Probe. Ihr Busfahrer hat sein Fahrtenbuch nicht ordentlich geführt. Das ist hier heute nur eine Kleinigkeit. Für die Nordseeurlauber geht es mit dem Ersatzbus weiter. Wir freuen uns schon aufs Meer. Aber jetzt im anderen Bus? Ja, jetzt im anderen Bus. Ist aber egal. Ja, nun, es ist so, wie es ist. Mit 2 Stunden Verspätung weiter nach Büsum. Zum Abschied noch ein Gruß der Busreisenden aus Norwegen. Weil die Schülergruppe auf dem Parkplatz immer unruhiger wird, geben die Polizisten bei der Reifenkontrolle Gas. Die notwendigen Unterlagen liegen zwar noch immer nicht vor, aber die Beamten wollen die Kinder von der Straße haben. Also geht es per Polizeibegleitung zum Tierpark. Der gerade abgelaufene Feuerlöscher rechtfertigt schließlich nicht, dass der ganze Ausflug platzt. Für die Rückfahrt der Schüler muss sich der Busunternehmer allerdings etwas einfallen lassen. Ohne gültige Papiere kann der Bus nicht weiterfahren. Sollte diese Urkunde nicht kommen, dann ist die Firma in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein Bus mit einer gültigen Genehmigung hierher kommt und die Kinder wieder abholt. Dafür ist die Firma jetzt in der Pflicht. Und zur Not müssen sie sich halt ein Taxiunternehmen organisieren, die dann in Einzelfahrten die Kinder bis nach Celle wieder runterfährt. Die Polizisten kontrollieren den nächsten Reisebus. Bei 2 von 3 Bussen gab es in letzter Zeit Beanstandungen. In diesem Fall ist der Bus allerdings niegelnagelneu und auf einer seiner ersten Touren. An Bord eine Schülergruppe auf Klassenfahrt. Wir führen eine Kontrolle durch des gewerblichen Personenverkehrs.
Der Busfahrer will weiter. Wenn die natürlich seit Mäulern anfangen, was soll ich denn damit machen? Und mein Trinkgeld fällt auch weg. Ja! Keine Beanstandungen, Trinkgeld gerettet. Hervorragend, vorbildlich. Urkunde mit Führerschein, alles gut. Bei der Fahrt ohne Probleme gestattet. Und dann geht so eine Kontrolle ja eigentlich auch relativ Das dauert schnell, dann keine fünf Minuten. Von 28 kontrollierten Bussen an diesem Tag war bei 18 etwas nicht in Ordnung. Eine erschreckend hohe Quote. Für die Polizei ist das Alltag auf deutschen Autobahnen.